Manchmal passieren Dinge, mit denen man einfach nicht gerechnet hat. Ich bin Jonas und das ist das Mädchen, das mir mitten auf der Winterparty unserer Schule das Herz gebrochen hat. Wir müssen reden. Ich habe nachgedacht. Und ich glaube, es ist für uns beide das Beste, wenn wir Schluss machen. Es ist schon komisch. Ich meine, in einem Moment bist du noch der Glückspilz, der mit dem hübschesten, beliebtesten Mädchen der Schule ausgeht. Und du fragst dich die ganze Zeit, warum passiert mir das? Was habe ich, was die anderen nicht haben? Und dann, im nächsten Moment, wird dir vor den Augen von allen anderen dein Herz herausgerissen und zusammen mit deiner Würde und deinem neu gewonnenen Stolz in den Dreck getrampelt. Wir können ja Freunde bleiben. Und da merkst du, dass du genauso bist wie alle anderen. Mit dem kleinen Unterschied, dass die anderen dich jetzt anglotzen, wie ein Affe im Zoo. Ups, habe ich mal wieder nicht aufgepasst, wo ich rumhoppe. Schon okay. Hi, ich bin Juli. Schöne Mütze. Tja, und dann gibt es Momente, in denen wieder alles ganz anders aussieht. Up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Shine against the yellow moonshine, such a sight to behold. Blood orange sunset fades into night lights. See the sexton go. And we don't care about rain or shine. Rain or shine. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt so ein Moment, in dem alles ganz anders ist. Plötzlich wird dir klar, dass du nicht der Einzige bist, der verletzt wurde, dem das Herz gebrochen wurde. Du warst einfach nur zu beschäftigt mit dir selbst und zu blind, um zu sehen, dass du für sie genauso nur der nächstbeste Halt warst, wie sie für dich. Zu blind, um so einiges zu sehen. Manchmal passieren eben Dinge, mit denen man absolut nicht gerechnet hat.